Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge von Forza Horizon 4 Lego DLC. Ja, wir sitzen in einem Trophy Truck. Und das Ziel ist die Wüste. Und wie ihr seht, der Trophy Truck ist ein bisschen strange lackiert. Ich habe ein Häschen drauf. Da ist ein Schild. Für heute steht auf dem Plan mal die Wüste erkunden. Und das ist halt so ein Trophy Truck. Genau das Richtige. Ich denke doch mal, die Forza mit den Dingern fahren oder befahren. Die kennen die Fahrzeuge, werden eingesetzt in der Core-Serie der Amis. Oder vorrangig bei der Bahia 1000. Ja, und dafür sind sie bekannt. Langer Federweg, ich glaube ein Federweg bis zu 2 Meter. Hinten eine Starrachse. Und tja, gut fliegen können sie die Autos. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wir werden erstmal hier so ein bisschen die Straßen erkunden, denn die Schilder mit einsammeln und vielleicht 2-3 Rennen fahren. In 100 Metern rechts abbiegen. Da ist das Schild. Das da drüben, das holen wir uns auch noch schnell. Ist ja gleich in die Ecke. Na, nicht überschlagen. Böses Auto. Und hier irgendwo muss irgendwas sein mit Alien-Technik. Kann man nicht vorstellen, dass das die Dinger sind. Diese halbrunden Tore. Ich könnte mal schnell eine Renn mit reinquetschen. Was für eine Technik. Rustikal, urig, aber... Ja, fein agile Technik braucht man auch nicht in der Wüste. Meine Probleme bei dem Fahrzeug ist halt, wenn irgendein Reifen sich ausfedert, sprich in der Luft hängt, damit komme ich nicht so ganz klar. Was fährst du für ein Auto da vorne? Hast du einen Jaguar? Ach nee, das ist dieses komische Ding von Final Fantasy und irgendwo eigentlich gerade fest.
genau das meine ich. Na gut, wenigstens weiter. Besser als nichts. Das waren genau die Probleme. Gut, der hat einen Bowler. Der Bowler hat mehr mechanischen Grip. Aber das ist genau dieses Problem, wenn der Wagen hinten sich komplett einfedert, vorne ausfedert. Da habe ich echt Probleme mit. Gucken, sieht man das jetzt hier? Na gut, das war jetzt nicht wirklich. Wo ist der Mini hin? Oh, das ist so schnell. Im Endeffekt muss man sich schon frühzeitig überlegen mit den Buggies, mit den Traffic Trucks, in welche Richtung man fahren möchte und dann auch einlenken. Ansonsten hat man ein massives Untersteuern. Ich habe die Anzahl deiner Bausteine im Auge und die Lego-Architekten haben ein paar äußerst interessante Ideen zu deinem Haus. Treffen wir uns mal. Später. Wir machen ein Foto von einer kaputten Oase, die wir gerade kaputt gefahren haben. Du willst Lego-Dinosaurier im wunderschönen Lego-Wald suchen? Dann bring besser dein Lego-Fernglas mit und denke auch an deinen Lego-Erste-Hilfe-Kasten. Er ist ja voll Lego. Aber eigentlich suche ich ja ja, da wollte ich ja hin, zu den Aliens. Bei nächster Gelegenheit wenden. Also wir haben Dinos, wir haben Piraten, wir haben Aliens. Was will man mehr für ein DLC? Wir haben eine große Wüste zum Austoben, wir haben einen Flugplatz. Wir haben eine Rennstrecke, wir haben einen Stuntpark. Wir haben echt ein richtig schönes, pornöses DLC. Dein Ziel erreicht. Was aber auch leider von der Karte her zu klein ist. Muss ich immer wieder betonen, muss ich in der Folge betonen. Die Karte ist mir zu klein. So. Ach, das sind die Bonuswürfel, okay. Toll. Raumschiff! Flieg, mein Raumschiff, flieg! Raumschiff? Toll. So, wir nehmen noch mal kurz Anlauf. Da sind Bukus. Und das ist noch ein Schild. Dann nehmen wir gleich noch mal Anlauf für den Sprung. Lego Buku.
Wie nur zwei. Ich denke mal, hier können wir jetzt noch ewig rumeiern. Dafür ist der Trophy Truck ein bisschen zu langsam. Und ich würde sagen, wir begeben uns wieder Richtung Häusle, um uns die Garage anzugucken. Das Gute ist, Trophy Truck. Wir fahren einfach mal geradeaus. Ah, nicht in den Wald rein. Wald sind Bäume. Oh. Bei mich habe ich schon wieder festgefahren. So, hinten am Flughafen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das hat halt der Vorteil bei so einem Truck, man kann einfach blind links geradeaus fahren. Und ein Flugzeug umschmeißen. Ist das auch hier Alien-Technik? In 200 Metern rechts abbiegen. Plam, plam. Jetzt Richtung Haus. Auf den Mini schön weghauen. Oh mein Gott. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Oh fuck, das reicht nicht. So, und das ist Häusler und mal gucken, wie die Garage aussieht. Bestimmt voll Lego-mäßig. Hallo Rookie. Der Anleitung dieser neuen Lego-Haus-Erweiterung zufolge ist sie eine Kombination aus Wohnzimmer und Wintergarten. Sammeln wir mehr Bausteine für die nächste Erweiterung. Ich hätte ja irgendwo so die leichte Hoffnung, was heißt leichte Hoffnung? Eher so die leichte utopische Hoffnung, man könnte sich die Häuser selbst zusammenbauen hier auf der Baufläche. Aber es sind denn doch leider alles, fertig gebaut. Das finde ich ein bisschen schade. Also, fürs nächste Horizon vielleicht größere Karte. Und wenn man schon sowas hat, von wegen mit Häuser so nach und nach aufbauen, dann vielleicht auch selber auf dem Baugrund irgendwas errichten. So mit 3, 4, 10, 90 Garagen, dass man auch die Autos mal reinstellt. Dass man auch die Autos dann sieht, wenn man aufs Gelände kommt.
Also es ist noch viel Potenzial bei Horizon. Es ist ja an sich wirklich ein herausragendes Spiel. Aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen. So ein klein bisschen fehlt mir. Ja, ich mache hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.